So, dann wollen wir jetzt mal zu Xenith Xeep. Soll aber jemand ganz Berühmtes sein, laut Ollivander. Ich bin sehr gespannt. Warte mal kurz, waren wir schon im Tropfenden Kessel? Kommt mir so unbekannt vor. Ich glaube, wir waren vorher noch nie im Tropfenden Kessel, oder? Ich glaube, wir waren hier noch nie. Oh, was Neues, was Neues. Und Xenith Xeep, natürlich. Der tropfende Kessel. Wow. Ich dachte gerade schon, das wäre ein fliegender Teppich, die sind hier verboten. Ist nur ein fliegendes Kissen, okay. Und Bilton, natürlich, Bilton ist am Trinken. Ich habe noch nie von Madame Siebs gehört, aber ich liebe Gratisproben. Ich bin schon seit einiger Zeit begeistert von Madame Xeep. Mit Klavier, wir sind hier hinten. Wenn ich gewusst hätte, dass hier heute eine Fernschau stattfindet, hätte ich meinen Tee woanders getrunken. Ja. Oh, Mandanges wird gesucht. Ist das Mandanges? Ja, solange da nicht Sirius Black zu sehen ist. Ich habe mich noch nie so recht im tropfenden Kessel umgesehen. Hier sind ja echt viele Leute. Der tropfende Kessel ist eine der berühmtesten Einrichtungen in der Welt der Zauberer, wisst ihr? Da muss ich wohl öfter herkommen. Das ist hier, okay. Kimcon, oh, Kimcon, was macht die denn hier? Und hier, was verkauft? Ich dachte, das wäre eine Opernsängerin, verkauft die Lotionen? Nun, wenn das nicht Goody Bailey ist, der Held von Hogwarts, damit wird mein Artikel schon etwas aufregender. Goody Bailey! Oh je! Rita Kimcon, ich hätte es wissen sollen, dass Sie hier sein werden. Es ist ganz normal, dass ich hier bin. Ich berichte schon seit einiger Zeit über die großartige Karriere von Madame Xeep. Die Frage ist, was machst du hier? Wir arbeiten an einem Schulprojekt für das Zaubereiministerium. Wir werden uns nicht lange aufhalten. Und das ist alles, was wir dazu sagen werden. Ich verstehe. Herr Rita, meine Süße, ich glaube, das vergessen, uns einander vorzustellen. Wie unhöflich von mir. Also, das ist Cody Bailey. Hallo, und Sie sind bestimmt Madame Xeep, Ihr Auftritt in der Zauberflöte als Königin der Nacht war absolut inspirierend. Ich weiß, mein Süßer, aber der Koloratursopran war für jemand wie mich kaum eine Herausforderung. Nein. So sehr ich es auch liebe, über meine Opernkarriere zu sprechen, heute geht es um mein neuestes geschäftliches Unterfangen. Mr. Ollivander hat ein Schönheits- und Lifestyle-Unternehmen erwähnt. Mit dem kreativen Namen Xeep. Geht es bei diesem Begrüßungstreffen etwa um ein neues Produkt, Madame Xeep? In der Tat, mein Süßer, ich bin zwar für meine Stimme bekannt, aber auch meine Schönheit ist beispiellos. Das mache ich zwar nicht oft, aber warum erzähle ich euch nicht einfach mal persönlich von Xeeps Lösung für lasive Locken? Ja, die würden mir total stehen, so lasive Locken. Ich möchte herausfinden, was die jüngere Generation von meinem Produkt hält. Schließlich soll es allen Altersgruppen gefallen. Ich weiß nicht so recht, ob wir dafür Zeit haben. Ben und ich haben einen Auftrag für das Zaubereiministerium und keiner von uns hat lockiges Haar. Wir haben keine Zeit, um über Haarpflegeprodukte zu reden. Ihr seid unhöflich zu meinem Xeep. Wenn ihr so weitermacht, werde ich euch nicht bei eurem Auftrag helfen. Wir müssen uns den Zauberstab ansehen, Mr. Ollivander. Sieht aus, als hätten wir keine Wahl, wenn wir uns den Zauberstab ansehen wollen. Na schön, Madame Xeep. Ben und ich möchten gerne mehr über Ihre Lösung für lasive Locken erfahren. Unbedingt. In 8 Stunden. Erzählen Sie mal ein bisschen. Ich benutze Ihre Lösung für lasive Locken schon seit fast einer Woche. Ja, das sieht man Ihnen an, Ollivander. Total, sowas von. Ach Mist, ich dachte, hier ging es um Sicherheitsprodukte, nicht um Pflegeprodukte. Ja, sorry, Bilton. Gehen Sie wieder rüber in Ihren Laden. Ach nee, besaufen Sie sich erst. Dieses Haarpflegemittel kann auch als feuchtigkeitsspendende Haarpflege eingesetzt werden. Meine speziell entwickelte Formel macht alle Haartypen ultra geschmeidig. Will man denn geschmeidige Haare haben? Das ist ja jetzt die große Frage. Ich hätte nicht gedacht, dass du ein Fan von Madame Xeep bist. Ich liebe ihre Arbeit. Möchtest du einen Kommentar abgeben, Cody Bailey? Ganz offiziell natürlich, ganz offiziell. Ich werde nichts verfälschen davon. Ich kann es nicht glauben, dass ich Xenith Xeep höchstpersönlich begegne. Jemand, der etwas an Xenith Xeep ist, seltsam. Und die Aussprache ist namens das Recht. Ich frage mich, woraus diese sogenannte Lösung für lasive Locken genau besteht. Aus Vampuskatzenmilch vielleicht? Ich kann es nicht glauben, dass Rita Kimcon hier ist.
Und Milton Wilms. Ich wollte doch einfach nur eine Tasse Tee. Ja, das ist nicht cool. Singen Sie denn immer noch in Opern, Madam Xeep? Sie verkaufen also eine Haartinktur, die auch als Hautpflege funktioniert. Genau, Goddy Bellies ist ein Wundermittel. Dieses Produkt enthält alles, was Ihre Haare brauchen. Eine Rundumlösung für all Ihre Haarsorgen. Okay, und wer hat das nachgewiesen? Verschiedene medizinische Experten, meinen Sie so? Die Namen würden Ihnen nichts sagen. Und Sie sagen, dass es wirklich all diese Eigenschaften hat. Erinnert mich an die Funkellösung bei dem Alchemisten da bei unserem ersten Fall im Ministerium. Selbstverständlich. Ich verwende Xeops Lösung für lassive Locken schon die ganze Woche. Ich habe sie aufgetragen, bevor ich hergekommen bin. Sehen Sie nur, Mr. Bailey. Finden Sie nicht, dass meine Haare besser aussehen? Tut mir leid, aber Sie sehen genau wie immer aus, Mr. Ollivander. Unsinn, Ihre Haare sehen absolut umwerfend aus, mein Süßer. Vielen Dank, Madame Xeop. Das ist ein großes Lob aus Ihrem Mund. Ritter, meine Süße, dieses Zitat von Claudia scheint hoffentlich nicht in deinem Artikel. Natürlich nicht, Madame Xeop. Ich habe es schon aus dem Protokoll gestrichen. Miss Ollivander, nachdem Sie Madame Xeop kennengelernt haben, können wir jetzt in Ihr Geschäft zurückkehren und den Zauberstab mit Fehlfunktion untersuchen. Wir wissen es zu schätzen, dass wir Zeit im Zaubereiministerium verbringen dürfen und möchten nicht ohne einen ausführlichen Bericht zurückkehren. Nun, ich schätze schon, aber ich weiß immer noch nicht, welchen Zauberstab Sie meinen. Gehen wir einfach mal. Oh, Cody, bevor du gehst. Ja, Madame Xeop, brauchen Sie noch irgendetwas? Im Moment nicht mehr, Süße. Ich wollte dir nur eine Probe von Xeop-Lösung für lassive Locken schenken. Die solltest du nicht verwenden, Cody. Ich habe da ein ganz ungutes Gefühl bei. Du solltest sie ausprobieren. Das Ergebnis wird dich bestimmt überraschen. Vielleicht sogar begeistern. Nein, Cody, nein, tu es nicht. Nein! Nein! Aber nicht benutzen, ja? Vielen Dank, Madame Xeop. Das ist sehr aufmerksam von Ihnen und ich wittere gar keine Hintergedanken oder dass Sie vielleicht damit am auf Magus sind, der mich versucht reinzulegen. Gern geschehen, mein Süßer. Cody, ich glaube, es ist an der Zeit, zu Ollivander das Geschäft zurückzukehren. Du hast recht, Ben, wir sollten zurückgehen und den Zauberstab mit Fehlfunktion untersuchen. Mad-Eye erwartet einen ausführlichen Bericht. Ich habe Angst vor dieser Lösung. Oh, Olli hat den Schlüssel gefunden. Wir können uns den Zauberstab ansehen. Ja, gut, dann. Aber ich hole mir hier, du weißt, vom Niffler. Guck mal, Niffler. Hallo, Niffler, danke. So, und dann die namenlose Fledermaus. Hat auch noch was für mich. So, danke, dass wir uns den Zauberstab mit Fehlfunktion untersuchen lassen, Mr. Ollivander. Den Zauberstab mit Fehlfunktion. Darüber haben wir schon gesprochen. Sie haben den Vorfall bei der Abteilung für magische Unfälle und Katastrophen gemeldet. Natürlich, jetzt erinnere ich mich. Geht es Ihnen gut, Mr. Ollivander? Sie fallen sich seltsam, seit Ben und ich zu Ihnen gekommen sind. Ich bin einfach nur etwas müde. Also, wo habe ich den Zauberstab hingelegt? Er muss hier irgendwo sein. Ben und ich werden Ihnen helfen, den Zauberstab zu finden, Mr. Ollivander. Wie jetzt? Ist das nicht die letzte Aufgabe? Naja, ich versuch's mal. Ja, schau mal, wo ist denn der Zauberstab? Nicht da, da ist er grün. Grün gibt Clubpunkte, die sind gut. Sieht nicht aus, als wäre der Zauberstab hier drüben, aber hier ist gelb. Jetzt schaue ich nach gelb. Also, gelb sind auch Clubpunkte, gelb ist auch gut. Vielleicht habe ich aufgeschrieben, was ich damit getan habe? Ich weiß es nicht. Ich werde einen Zauberstab mit Fehlfunktion auf keinen Fall wegwerfen. Hier, Ben hat was gefunden, nämlich Clubpunkte. Hier drüben ist nur Staub. Dann mach ein U da weg, dann ist es ein Stab. Wobei Stäbe sind da sicherlich auch sehr viele, nur nicht der Stab, den wir suchen, Ben. Wo würden Sie einen Zauberstab mit Fehlfunktion denn normalerweise ablegen, Mr. Ollivander? Du, jetzt denkst du wie ein richtiger Detektiv, Cody. Sehr gut. Hier sind tausende von Zauberstäben, hoffentlich finden wir den richtigen. Hier vielleicht? Ich schau mal, da ist da ein... Wenn ich mich doch nur an den Zauberstabkern erinnern könnte. Ach, sortieren Sie die Fehlfunktionsstäbe nach Zauberstabkern, Mr. Ollivander. Diese Kisten wurden schon lange nicht mehr berührt. Sie sind voller Staub. Mach das U weg. Dann ist ein Stab. Mr. Ollivander ist heute wirklich sehr vergesslich. Dann guck ich mal, wie es Mr. Ollivander geht. Er muss hier irgendwo sein. Ja, aber... Komm schon. Oh, vielleicht doch nicht. Ist das der Zauberstab mit Fehlfunktion, Mr. Ollivander? Er war hier drüben versteckt. Lass mich sehen. Also? Wie eigenartig.
Haben Sie was herausgefunden? Dieser Zauberstab ist eine Fälschung. Eine Fälschung? Woran erkennen Sie das? Ich erkenne jeden Zauberstab, der in meinem Geschäft hergestellt wurde. Jeder Zauberstabhersteller hat seinen eigenen, sehr spezifischen Stil. Dieser Zauberstab stammt nicht von mir. Eine überzeugende Fälschung für das ungeübte Auge. Aber Sie haben einen ähnlichen Zauberstab hergestellt? Das stimmt. Allerdings scheint er verschwunden zu sein. Ich hätte die Fälschung früher bemerken müssen. Aber ich konnte mich in letzter Zeit kaum konzentrieren und bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, ihn zu untersuchen. Das ist bestimmt der Grund für die Fehlfunktion. Der Zauberstab ist eine Fälschung. Mr. Ollivander, Sie sind schon den ganzen Tag unkonzentriert und vergesslich. Wissen Sie, wann das ungefähr angefangen hat? War es, als die Fehlfunktion des Zauberstabs aufgetreten ist? Nein, ich glaube, es hat letzte Woche angefangen. Interessant. Wissen Sie noch, ob irgendjemand in Ihrem Geschäft war, als der Zauberstab die Fehlfunktion hatte? Ich erinnere mich an niemanden, nein. Aber wir könnten in meinem Register nachsehen. Dort notiere ich mir all meine Termine. Ja, also letzte Woche. Die einzige andere Person, die mein Geschäft heute betreten hat, abgesehen von Eichbern, war Madame Vialanel. Dann ist Madame Vialanel vielleicht die Diebin. Madame Vialanel ist keine Diebin, Ben. So etwas würde sie niemals tun. Vielleicht nicht. Vielleicht aber doch. Oder es war ein Madame of Magus. Ich kenne Madame Vialanel, seitdem sie ihren ersten Zauberstab hier gekauft hat. Sie würde niemals etwas stehlen. Ich habe gelernt, dass Menschen oft nicht das sind, wofür wir sie halten. Es kann nicht schaden, Sie zu fragen, woran Sie sich von Ihrem Besuch heute Morgen erinnert. Vielleicht finden wir einen neuen Hinweis oder einen Beweis für Madame Vialanels Unschuld. Oder für Ihre Schuld. Das ist in der Tat sehr beunruhigend und mysteriös. Das stimmt, Miss Ollivander, das ist wirklich sehr beunruhigend. Dann lass uns zu Flourish & Plotz gehen und Madame Vialanel befragen. Sieht aus, als hätte sich unser Fall als Geheimnis herausgestellt. Jetzt müssen wir herausfinden, wer den Zauberstab gestohlen hat. Und warum? In 3 Stunden. Erst müssen die Bücher aufgeräumt werden.